An diesem Baum haben Fidel Castro und seine Revolutionäre vor mehr als 50 Jahren Schießübungen gemacht. Zumindest ist das die Legende. Im Gebirgszug Sierra Maestra auf Kuba gibt es viele dieser Legenden. Schließlich planten Castro und seine kommunistischen Kämpfer hier die Revolution gegen den damaligen Machthaber Fulgencio Batista. Hier war das Zentrum der kubanischen Revolution. 1956 landeten Castro, Che Guevara und rund 80 Mitstreiter auf Kuba. Doch das Manöver wurde zum Fiasko, fast alle Revolutionäre wurden getötet. Castro und ein Dutzend Unterstützer zogen sich in die Berge zurück, um hier ihre Kräfte zu sammeln. 1959 kamen sie in Havanna an die Macht. Heute ist der Ort eine Art Mekka für die, die noch immer von der Revolution überzeugt sind. Sie haben alles für ihr Land gegeben. Wir sind dankbar und wir werden immer dankbar für die Revolution sein. Damals waren die Revolutionäre zum Kämpfen gezwungen. Auch heute müssen wir wieder gegen das Schlechte kämpfen. Das bedeutet, dass wir mit der Jugend arbeiten müssen. Wir müssen unsere Geschichte und unsere Wurzeln kennen. Nur so können wir bessere Kommunisten und Revolutionäre werden. Kommunisten oder nicht, tausende Touristen kommen jedes Jahr hierher, um auf den Spuren der Geschichte zu wandeln. Kuba braucht den Tourismus dringend, schließlich hat die Revolution die Insel nicht reich gemacht.